Halli und hallo, meine lieben Freunde. Willkommen zur nächsten Folge von Whitelands. Zusammen mit dem lieben Solenz. Hi. Mit dem lieben Lemon. Hallo. Und mit dem lieben Blatt. Hallo. So, und mit der lieben Jenny. Okay. Wir wollten den Einsatz davon jetzt weitermachen. Lemon ist zwar dran mit Aussuchen, aber wir machen jetzt den Einsatz hier vorne. Ja, ich schleiche. Ich habe jetzt so entschieden, so. Schleiche ich doch an? Eigentlich hätten wir einen Schwack verfolgen müssen, weißt du? Und jetzt steht der Fahrer einfach mitten auf der Straße. Okay, warte, warte, ich muss ihn verhören. Ja, so verhört man. Kack! Nein, der bin ich nicht. Ich fahre nur den Tragwell. Nada más. Sag mir seinen Namen und wo ich ihn finde. Er heißt Raul sonst was. Raul Murillo. Sicher, dass du wissen willst, wo er ist? Wo ist El Pozolero, Motherfucker? Ich habe schon seit Tagen keine Geduld mehr. Schon gut, ich sage, wo er ist. Pero ihr werdet wünschen, ihr hättet es niemals erfahren. Bowman hier Nomads. Der Fahrer hat uns El Pozoleros Namen verraten. Raul Murillo. Er ist. Fantastisch. Ich überprüfe Murillo und leite weiter, was ich über ihn finde. Es ist seltsam, Bowman. Diese Kartelltypen halten sich von El Pozolero fern, als hätte er die Pest. Deshalb wird so wenig über ihn geredet. Passen Sie auf, wir wissen nicht genug. Sorgen Sie nur dafür, dass er am Leben bleibt. Sonst erfahren wir nie etwas über die Vermissten. Also. Ich habe jetzt gerade eine Meldung bekommen, ich darf nicht einen einzigen Zivilisten mehr töten. Ernsthaft? Ja. Hä, aber wo ist denn jetzt? Ein Video, warte, warte, ein Video verfügbar. Tobi? Ja, ich auch. Keine Ahnung, was sag, wenn du drauf drückst. Hab ich. Schon ein bisschen nervös. Okay, ich schau es mir auch an. Als ich ein Kind war, wohnten wir bei einer Zugstrecke. Immer wenn ein Zug kam, rannte ich ins Bett meiner Mutter. Sie hat mir versichert, dass es keine Monster gibt. Sie hat mich angelogen. El Pozolero, auch bekannt als der Eintopfmacher. Manchmal muss das Kartell eine Leiche spurlos verschwinden lassen. In solchen Fällen schicken sie die Kadaver nach San Mateo. Als erstes steckt El Pozolero die Leiche in ein Fass. Das füllt er damit Natronlauge auf. Natriumhydroxid. Dann deckt er das Fass ab und rührt gelegentlich um. Nach 24 Stunden ist nichts übrig außer Schleim. Ein Topf. Den schüttet er in ein Loch. Was an Zähnen oder Knochenresten übrig bleibt, zertrümmert er zu Staub. Letztes Jahr verschwanden mehr als 300 Leute in San Mateo. Die Familien wissen nicht, ob die Angehörigen tot oder lebendig sind. Sie können sie nicht begraben. Sie können nicht abschließen. Der Einzige, der wirklich weiß, was mit ihm passiert ist, ist El Pozolero, das Monster, das sie aufgelöst hat. Heilige Scheiße. Habe ich auch gerade gedacht. Wir wissen nur nicht welche, also rechnen wir mit allem. Wir müssen gedeckt rein. Ich will okay, wir müssen unentdeckt reinkommen. Lemon, komm rein. Mike, was hast du da markiert? Nix. So. Lemon, kommst du rein? Ich bin gerade am gucken. Irgendwo. Ah nee, jetzt haben wir alle Kingslayer-Akten, okay. Ja. Wir wissen, das heißt, zack. Schnappen Sie ihn sich und bringen Sie ihn mir. Er muss eine Menge fragen. Auf und davon. Also wir müssen leise rein, beziehungsweise unentdeckt rein. Dann machen wir es mal ganz einfach so, dass... Mike, mute dich. Ja. Machen wir es einfach so, dass wir wieder in Zweiergruppen gehen, okay? Wir versuchen so viel wie möglich aufzudecken. Wir positionieren uns so, dass uns keiner sieht und wenn wir gesehen werden, dass wir gleich in Deckung gehen, okay? Jo. Oh. Okay, wer geht mit wem in Team? Machen wir es wie immer, Lemon und ich, Tobi und Blatt. Ja. Okay. Ja. Irgendwann müsste ich mir mal die ganzen Akten und den ganzen Kram alles anhören. Ja, rein theoretisch ist es auch sehr interessant, so nebenbei. Ja, aber es ist halt beim Viererspiel zu langweilig, sage ich jetzt mal, weil wenn wir beide uns das alles durchlesen, alles angucken und so weiter, stehen die anderen beiden eigentlich nur rum. Ja, I know what you mean. Wer fährt eigentlich? Wow. Ich nicht. Blatt, fährst du? Ja, ich fahre. Achso, okay. War noch gemutet wegen dem Video. Achso, sorry. Achso. Du musst einfach nur nichts sagen, das reicht. Ach, wenn du kurz nicht weißt oder so, das ist ja kein Problem. Nur was Mike macht, ist nicht immer unbedingt angenehm. Ja, aber es ist okay, so schlimm ist es jetzt nicht. Doch, das ist ganz schlimm. Mike, schäm dir was. Nö. Ich muss jetzt mal erstmal was gucken. Ja? So, ein
Hier ein Team würde ich, also Jenny, ja, und Lem würde ich da bei A absetzen. Okay. Und wir oben bei B? Nee, aber ich würd gleich sagen, dass wir hier hingehen, vielleicht sogar so zu C, oder? Dass wir gegenüber so sind. Ja, dann könnte C, also C und B theoretisch. Aber das ist eine erhöhte Position hier, die C. Jetzt, ja, dann gehen wir hier hin. Wir gehen zu B. Okay. Oder dann B und C dann jetzt. So, dann markiere ich mir jetzt A, damit ich da weiß, wo ich hin muss. Okay. Ach, du bist Host, okay. Du bist A, okay. Ja, der ist Host. Okay. Wir bleiben am Boden, ihr geht auf dem Dach, oder wie? Oben hoch, oder? Jupp. So, Achtung, müssen wir ab hier. Achtung, oder? Ja, vorsichtig halt. Ah, genau, am besten hier. Gut, das schaffst du, alte Bertha, das schaffst du. Okay. Wer immer das Gelände gemacht hat, der sollte sich mal. So, warte. Ich setze euch mal hier. Lemon, komm raus. Hm? Ja, gut. Ich kann hier nicht. Ja, gut. Okay. Lemon, leg dich hin. Lemon, leg dich hin. Und ab hier Drohne einsetzen und ganz still sein. Setze Drohne ein. Die Drohne ist unterwegs. Da ist ein Unidad, pass auf. Hm, gesehen. Warum auch immer die hier mitten im Nirgendwo immer sitzen? Frag mich nicht. Aber deswegen habe ich ja auch das Licht aus. Ah, okay. Da ist ein zweites Ziel. Einen großen Truck sehen die nicht und hören die nicht, aber Licht sehen sie. Okay. Also, Sniper markiert, frag der ist markiert. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Ich sehe eine kleine Gruppe Tanks. Das ist perfekt geparkt. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. So, schaffen wir es. Tobi, ihr müsst auch was markieren, wenn ihr könnt. Ja, wir sind doch gerade da. Tut mir leid, dass wir nicht innerhalb einer Millisekunde. Nein, alles gut, alles gut. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich es sagen soll. Generator zuerst. Kompletten Basis in den Strom abdrehen. Kein Alarm. Kommst du mit? Ja, ich spotte gerade noch ein bisschen. Ich muss auch näher hin, das ist ja das Problem leider von mir. Oh. Das, beim anderen Heli sind 4 Stück. Da ist noch einer. So. Lämmen Generator. Ja, warte. Das ist noch nicht. Hier bei uns vorne alles aufgedeckt. Also Generator könnte ich hinkriegen. Ja, der ist leicht zu treffen. Das ist bewusst. Aber wie gesagt, wir haben vor uns noch Unbekannte. Aber die sind alle wahrscheinlich unten in den Häusern drin. Wahrscheinlich ich markiere gerade. Ups, und die anderen da vorne irgendwo. Ich erkenne eine kleine Gruppe. Gut. Da bitte, ich hab markiert. Okay, du liegst da. Ich. Boah, Lemon, ich hab eine Idee. Pass mal auf. Lemon, komm mit. Lauf. Am besten guckst du mal mit Kuva das, oder? Da mit der Drohne hin, ob da wer in der Nähe ist, weil dann kann ich, also quasi von der anderen Sicht. Da kannst du mir die Freigabe geben und dann versuche ich den. Ja, ich ziehe mich gerade noch ein Stückchen weiter nach rechts, damit wir nicht auf dem Fleck liegen. Okay. Komm mit. Breit gefächert. Sag Bescheid, wenn ich ausschalten kann. Warte. So, Wärmebild ist an. Aber langsam laufen, Lemon, ganz langsam. Boah, Alter, das Wärmebild mies. Also unten vor dem Generator läuft gerade einer. So. Am besten kannst du es mit dem Fernglas einsetzen. Lemon, kommst du her? Fernglas war B. Hey, bist du da reingegangen? Ne, ich hier, warte, ich zeig's dir. Nicht hier rüber. Lemon, hier, wo ich bin. Guck mal. Geduckt laufen, komm. Weiter. Keiner, weiter. Seid ihr drinne? Ja, wir sind drinnen. Wir sind okay, machst du laufen. Das vorher sagen? Nein, mach den Generator aus. Bis? Kommst du weiter? Hä? Ja. Hey. Warte, ich mach schon. Hä, wo muss ich da denn drauf schießen? Clear. Ach Gott. Da ist ein Hebelchen drin. Da drauf musst du schießen.
Da habe ich eben drauf geschossen. Ja, durch den Zaun funktioniert es nicht immer. Lemon, hier rein. So, als nächstes die Scharfschützen. Einer ist weg. Den zweiten sehe ich nicht. Ja, gut. Zweites weg. Hinten ist noch einer. Wir wurden entdeckt, ich weiß nicht von wo. Eventuell wegen mir. Ich habe daneben geschossen. Ne, Entdeckung durch Blue Jenny. Okay. Bisschen Scharfschützen nicht? Ja, ist weg. Oh, Lemon, scheiße. Mich hat ein Fass erschlagen. Bei mir ist einer runter. Lemon, passt einfach auf dich auf. Ja, ich sehe halt gar keinen gerade. Weil die bei uns... Entschuldigung, das war mein Fehler. Ich wurde von einem Fass erschlagen. Ist ja egal, Mission ist noch nicht gescheitert. Ja. Ich versuche gerade bei Jenny alles so weit wie möglich klar zu machen. Also, ich kann dir sagen, weil ich oben auf der Treppe war einer. Einer ist bei euch oben. Oh. So, tot. Na, den auf der Treppe kann ich nicht einsehen. Ja, ist okay, der ist auch schon weg. Ne, da ist noch einer bei dir. Ja, ich sehe halt leider gar keinen. Ja, ich kann gleich respawnen, ganz, ganz ruhig. Kann ich Ablenkungsköder? Warte. Ich komm gleich zu euch, ich habe wieder Belebung gemacht. Wie kann man die Ablenkungsköder benutzen? Die wirst du wie eine Granate. Wie wechsle ich die Granaten durch? Vier. Der ist tot. Mine, Blendgranate. Da, Ablenkung. Boah, das war jetzt noch knapp. Sorry. Toll. Hat der echt was gebracht? Ablenkungsgranate los. Hä? Die Ablenkungsgranate bringt nichts, warte. Ja, weil ich die nie richtig treffe. Scheiße. Nachladen. Ja, ich... Ich sehe leider niemanden. Das ist das Problem. Hab einen. Okay, Granate fliegt. Ich komme mit rein. Wenn ich hier irgendwo reinkomme, heißt es. Heile bin. Scharfschütze ausgeschaltet. Scharfschütze ausgeschaltet. Scharfschützen sind weg. So, ich komme mit rein. Aua. Was ist los? Schon gut. Er hat Besuch bekommen. Ich muss den Spot wechseln. So, ich bin mit drin. Alarm aus. So. Wir sind jetzt schon ernsthaft bei 13 Minuten. Das ziehen wir aber Taktik hier durch. Kostet viel Zeit. Da kommt einer rein. Ich krieg Besuch. Hallo. Brauchst du Hilfe oder? Noch haben sie mich nicht gesehen. Okay. Scheiße, nachladen. So. Ach, danke. Alles gut. Pass auf, hinter der Mauer ist noch einer. Der läuft jetzt rechts rum. So, Mike, ich glaube, wir haben jetzt hier alles weg. Ja. Boah, wer schreit ja nicht so? Na, hier ist irgendwo noch einer. Wir müssen dieses L, den L irgendwas finden. Oben auf oben neben den Turm ist einer. Ich sehe El Bosolero. Wir brauchen ihn lebend. Oh, ich habe ihn gerade gefunden. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Kommt ihr? Komme. 150 Meter entfernt war ich. Komme näher. Wir sollten aber eventuell von der anderen Seite reingehen. Wenn das geht. Von meiner. Von wo? Gehst du wohl weg, du Arschloch? Er schießt ihn sonst mit Pech. Wie kann man sich nochmal gegen die Mauer lehnen? Gar nicht. Steuerung. Doch. Echt? Ah, oh, okay. Nee, okay. Steuerung ist hinsetzen. Soll ich ihn holen? Aber... Ja.
Arriba. Lass mich deine Hände sehen. Hola, señores. Ihr seid größer als die üblichen Botten. Ah. Verhör ihn. Ah, nee, wir müssen ihn wegbringen. Okay. Wir brauchen einen Rebellenabwurf. Rebellenabwurf? Ja, wir brauchen ein Auto. Pack ihn hier ins Auto. Komm, der kommt in den Kofferraum. Hm, toll, geht nicht mal. Oh, wartet ihr noch? Steig ein, ich fahr. Ja. Los geht's. Ich warte, bis alle drin sind. Einer kann von euch. Nein, oh. Lemon, du hast ihn rausgezogen! Pack ihn wieder rein. Alter! Verstauen. Einfach hinten. Geh nach hinten. Einer muss hinten in den Kofferraum. Hinten in den Kofferraum geht nicht. Ich nehme das Motorrad. Ja, dann okay. Auf. Falls wir über Nacht bleiben, brauche ich Mioso. Jenny, mach mal das Licht aus. Wie geht das? Geh. Ich hab keine Angst im Dunkeln. Geh wie die Granate. Aber wenn ihr so denkt, ich würde fremdgehen. Nidia Flores gab mir einmal eine Giraffe Azul und Pepito hat sie aufs Übelste beschimpft. Ich musste ihn versollen. Also Pepito, nicht die Giraffe. Wo fährst du hin? Frage ich mich auch gerade. Oh, sorry, ich wollte zum blauen Markierung fahren. Ich habe keine Ahnung. Alle Amerikaner so viel? Ich soll die. Warte, ich muss mir markieren, warte. Ist doch markiert. Für mich aber nicht. Ich mach meinen Job. Hä? Jetzt so. Okay. Amerikaner wegspülen? Du meinst ihn in ein Fass stecken und danach mit Lauge übergießen? Claro que sí. Die anderen Männer mit Waffen nennen mich El Pozolero, den Eintopfmacher. Wollen wir kurz ausmachen? Ich mag ihn nicht mal. Du hast Leichen in einem Laubenfass aufgelöst. Toll. Warte, bis er zu Ende gequatscht hat. Dann würde ich sagen, dass wir Pause machen, oder? Warum seht ihr mich so an? Ich hab sie ja nicht umgebracht. Pepito würde das niemals erlauben. Und warum nicht? Weil es nicht meine Aufgabe ist, was sonst? Können wir Pepito nicht doch noch holen? Nein, aber keine Sorge. Wir sagen ihm, dass keine Giraffen oder andere Tiere da waren. Gracias. Er wird sicher trotzdem eingeschnappt sein. Aber wenn ihr sagt, es geht nicht, dann geht's wohl auch nicht. Kann es sein, dass der Typ ein bisschen an einer Waffe hat? So, ich bleib halt an. Wir machen hier kurz eine Pause, okay? Mach mal ziemlich schnell. Dann würde ich sagen, Fingers jetzt geguckt habt, lasst Kommentar, Bewertung, etc. da. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Cheerio. Tschüss.